Merkwürdiger Sinneswandel bei Barbara Schöneberger. Die extrem erfolgreiche Moderatorin, Autorin und Sängerin war bisher immer eine strenge Verfechterin von positivem Körpergefühl und feierte ihre wunderschönen Kurven. Zwar macht die Blondine auch viel Sport, ließ aber nie einen Zweifel daran, dass sie sich liebt, wie sie ist. Und damit war sie immer ein Vorbild für viele Frauen in ganz Deutschland. Gesund leben? Ja bitte! Magerwahn? Nein, danke. Bisher. Denn in einer Ausgabe ihrer NDR-Talkshow passierte ihr kürzlich ein kleines Malheur. Ihr Top rutschte hoch und enthüllte kurz ihren Bauch. Die Moderatorin wirkte nervös, als sie versuchte, sich möglichst schnell wieder anzuziehen. Nun gesteht sie in einem Facebook-Video, dass sie tatsächlich über einen Eingriff nachdenkt, um endlich Schluss zu machen mit der Figursorge, von der man gehofft hatte, dass sie sie gar nicht erst hat. Ich habe tatsächlich letztens drüber nachgedacht, ob man das einfach mal wegmachen lassen kann. Ich habe jetzt auch keine Lust, die ganze Zeit darüber nachzudenken, was ich ändern soll, um das wegzubekommen. Jetzt soll einfach jemand von außen kommen und es wegmachen. Töne, die man vom Publikumsliebling so überhaupt nicht kennt. Bleibt zu hoffen, dass die schöne Schöneberger ihre Meinung nochmal ändert und weiter ein starkes Vorbild für Frauen mit Köpfchen und Kurven bleibt.